Moin, FCT, First Class Terminal, wieder geöffnet. Ich habe gerade jetzt in der Corona-Zeit auch festgestellt, dass unsere zum Beispiel Münchner First Class Lounge doch wirklich exzellent ist. Also diese Leistung, die dort gebracht haben, jetzt auch in dieser Zeit, erstmal personaltechnisch extrem freundlich, was die Sauberkeit, das Erscheinungsbild an, fantastisch. Man kann duschen, man kann diesen Raum benutzen, man braucht in dem Sinne auch keinen negativen Test. Man konnte praktisch dort reingehen, konnte was zu Mittagessen, was frühstücken, was zu Abendessen. Die Qualität dort war extrem hochwertig. Wer das erlebt hat, der wird mir also hier, glaube ich, wirklich zustimmen. Im Gegensatz eben zu Frankfurt. Frankfurt First Class Lounge war extrem enttäuschend. Also die Mitarbeiter, es gibt ja so einige, die recht gut sind, wo ich mich gefreut habe, dass die wieder da sind. Aber ich sag mal, insgesamt servicetechnisch, auch von Lufthansa, Wahnsinn. Enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ich hab immer gedacht, Mensch, die müssten doch eigentlich alle froh sein. Die Arbeit ist wieder da, wir Kunden kommen wieder. Und da müsste doch so eine Art Hilfestellung auch irgendwie sein. Schwierig. Also München ist da weiter, auch was die Lufthansa-Mitarbeiter anbelangt. Die waren extrem freundlich oder sind extrem freundlich. Sie helfen, wenn man eine Frage hat, natürlich, selbstverständlich. Also da hat man wirklich das Gefühl, da will man für den Kunden noch was tun. Währenddessen im First-Class-Bereich in Frankfurt war wirklich schwierig. Also ich hatte da Probleme, weil das war alles immer so, die sind so unnahbar. Ja? Die wollen, irgendwie wollen sie einem gar nicht zeigen, dass es wieder vorangeht. Ja? Also ich meine, es geht ja darum, das ist ein First-Class-Produkt. Und da muss man doch auch jetzt, gerade in der Zeit, uns zeigen, wir wollen sie wieder. Sie sind für uns der richtige Kunde. Und der Horn hat ja wirklich, ich sag mal, fast wöchentlich zur Lufthansa geschrieben. Ich habe zur Marketingabteilung geschrieben, die Frau Marketingleiterin, ja, und der Mitarbeiter. Dann habe ich geschrieben an die Personal Assistant. An die Horn Circle Abteilung geschrieben. Immer wieder, sodass die immer wieder so eine Art Druck bekommen haben, was Statusthema anbelangt und natürlich hauptsächlich, was das First Class Terminal anbelangt. Denn ich meine, so wie die Entwicklung sich ja entwickelt, ja, sollte dieses Thema doch eigentlich gar kein Thema mehr sein. Und natürlich braucht man dafür Chauffeurdienste, aber die bräuchte man ja auch in der First Class Lounge. Dass wir also nicht zum Flieger gefahren werden, ist weiterhin natürlich Albtraum und auch vor allen Dingen abgeholt werden, speziell wenn wir mit kleineren Maschinen unterwegs sind. Also das ist wirklich servicetechnisch gesehen eigentlich ein unzumutbarer Zustand. Und dass das so schlecht geregelt war, also gar nicht geregelt war, dass dieser Service komplett weg war, ist ein Albtraum. Und ich habe ja auch gesagt, hier Hamburg, du hast wieder die Fastlane, die waren nicht bereit, dafür sozusagen etwas zu tun, weil wenn der Service ja angeboten wird, kommen ja wieder mehr, die fliegen, weil jeder sagt, okay, wenn ich einen guten Service kriege, dann lohnt sich auch zu fliegen. Dann macht das ja Sinn, weil dann komme ich schnell rein, ich muss nicht lange warten, ich kann mich in eine kleine Lounge setzen, nehme einen kleinen Snack oder einen Kaffee, mache noch ein bisschen Internet und dann fliege ich los. Aber ich meine, dass man hier sozusagen Supervisor in Hamburg von der AHS hat, die einen noch nicht mal mehr, wenn sie in den Boarding-Bereich gehen, gucken wollen, ob noch ein Platz an Bord ist und sagen, brauchen wir nicht den Kunden, ja, im Horn Circle. Die aber für die Lufthansa arbeiten, da muss Lufthansa mehr Druck machen. Und genauso ist das Thema in der First Class. Ich habe ja extrem oft geschrieben und gemacht und getan und irgendwann waren ja aus Gesprächen heraus, war dann die First Class Lounge einmal wieder offen. Das war natürlich, wenn man so hat, immer, wenn der Honda da so ein bisschen dranhängt, ja, und dann sagt, pass mal auf, es ist ja nicht nur meine Geschichte, die da drin steckt, sondern von vielen anderen. Ich kriege ja sehr, sehr viel Feedback. Also das heißt, die Horn Circle Member schreiben, Senatoren schreiben auch und sagen, pass mal auf, kannst du da nicht mal irgendwas machen und kannst du da nicht ein bisschen irgendwie intervenieren? Ja, und das macht der Horn natürlich. Das heißt, ich mache dann Videos, ich mache dann Schreiben, ich schicke dann dorthin und mit ein bisschen Glück funktioniert das eine oder andere, weil sie merken, das geht. Sie sind zwar schwierig zu bewegen und ich kriege dann auch immer, wenn man dann so spricht, ja, das kriegen wir schon und wir sind dabei und das ist alles nicht so einfach. Ja, nicht einfach. Ich meine, dann machen wir den Laden dicht.
Was nicht geht, machen wir den Laden dicht, brauchen wir nichts machen. Aber wenn ich Gäste habe, ich Kunden habe, dann muss ich für den Kunden auch das Beste bringen. Und so natürlich auch das First Class Terminal. Also, das heißt, aktueller Stand ist, das First Class Terminal, so wie wir es kennen, ja, wird wieder da sein. Die Frage, ob wir jetzt daraus eine DHL-Station gemacht haben oder ob wir diese Geschichte sozusagen ins ferne Nimmerland packen, ist also relativ damit gelöst, denn laut aktuellen Informationen, und ich bin ja auch sozusagen da mal am Telefonieren und ich spreche ja mit dem und dem und so, und das, was aus dieser ganzen Geschichte auf mich zugekommen ist und so, wie ich das jetzt sagen kann, können wir also davon ausgehen, am 1. September macht also das First Class Terminal wieder auf in Frankfurt. Wir werden dann auch, und das ist natürlich eine gute Botschaft auch für die Chauffeurdienste werden wieder angestellt. Geht wieder davon aus, dass wahrscheinlich Porsche etc. nicht mehr da ist, sondern wir werden dann wahrscheinlich im Bus gefahren, so wie eine Valais-Swiss. Ja, das ist dann so. Und es gibt natürlich ein abgespecktes Thema. Von der Seite ist das aber dennoch eine, wie ich finde, gute Botschaft, weil wir dann, was diese ganzen Securities und Lanes und so anbelangt, ja, also dieses Check-in-Prozedere, das ist ja für Frankfurt exzellent gelöst und dort kann man natürlich dann toll einchecken. Unter anderem gibt es ja auch dann immer mehr First-Class-Flüge, also das heißt, es wird jetzt doch ein paar mehr geben und auch wenn die dann nächstes Jahr hauptsächlich ab München fliegen, wird aber trotzdem auch in Frankfurt der ein oder andere First-Class-Flug bleiben. Ich werde euch natürlich hier aktuell informieren, sobald es da was gibt, aber für mich, das ist jetzt eigentlich erstmal die aktuelle Botschaft, jetzt hier bin ich unterwegs und habe das aktuell jetzt gerade eben als Thema bekommen und kann also jetzt ganz klar mitteilen, das First-Class-Terminal wird es also wieder geben. Das freut den Hon natürlich besonders. Ist immerhin meine Super-Hon-Base gewesen. Ob es die Super-Hon-Base nochmal wird, das bezweifle ich allerdings, sondern wir werden einfach nur gewisse Serviceleistungen nutzen können. Und für die, die eben jetzt denken, es ist alles wie früher, das wird schwierig, weil wir ja auch wissen, Frankfurt, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, First Class ist schwieriger als München. Von der Seite merkt man und wird wahrscheinlich die Zukunft der First Class von Lufthansa in München liegen, was ich persönlich nicht dramatisch finde, denn wir haben dort exzellente First Class Möglichkeiten. Auch die First Class Lounge ist ja meine gar keine Frage, wie toll die ist. Und wenn es also sozusagen noch eine weitere gute First Class in der Zukunft geben wird, worauf ich ja, davon gehe ich jetzt erstmal aus, dann haben wir auch die Möglichkeit, vielleicht in einem 350er mit einer Viererbestuhlung First Class, vielleicht doch noch eine gute Zukunft auch für der Hon bei Lufthansa zu sehen, wenn es um First Class geht. Ansonsten, wisst ihr ja, ist das Thema durch. First Class Terminal, FCT Frankfurt. Wiedereröffnung 1. September. Is and go. Is and go. Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Hon und weiterempfehlen. Whistle, 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 window. Ding, 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 ding.